Ich ja wieder Mist gemacht im Chat, schon zwei erste Plätze, ne? Dann kommt er am Smurfen. Go! Ja, alles, was so mehr mechanical ist, ist halt schwer mit dem Ping. Also ich finde so Skillshots eigentlich schon hitten schon kacke mit dem Ping, aber es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr selber auf dem PDB schon gespielt habt, es ist schrecklich zu spielen. Du musst wirklich gefühlt 2 Sekunden drücken und dann hoffen, dass du in die richtige Richtung schießt. So, hat sich Brand großartig geändert. Point and click Dot. Säule. Und wenn ich mit 2 Fähigkeiten treffe, ist der gestunt, ne? Wenn du mit... Nee, nur dein Q stunt praktisch. Okay, aber er muss brennen und dann stunt Q. Genau, wenn der brennt... Also du kannst ihn mit allen Spells, die du hast, anzünden. Und wenn er brennt... Dann. Oh, du machst schon wieder Damage. Ah, oh, da hab ich wieder nicht gemacht. Was ist das überhaupt für ein Laser, der hier durch unser Dingens durchgeht? Was ist das für ein Laser? Hey, hast du das hier gar nicht? Bei mir ist das so eine Barriere oder so, die hier einfach durch uns durchgeht. Zwischen dem Minion und uns. Ja, Visual Bug, ja. Echo und Yi. Ich weiß nicht, wie stark wir am Anfang sind. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Wir nehmen die Pflanzen. Wir können auch erstmal Pflanzen nehmen. Ja. Die haben jetzt wahrscheinlich 2, ne? Echo kommt hinter uns alleine. Wollen wir auf Echo gehen? Ja. Siehst du jetzt. Oh, ist dann? Ja, na klar. Und wenn du 3 Spells triffst, das hast du ja gerade gesehen, dann. Oh? Dann haben die diesen extra Feuer dort, ne? Hier habe ich auch nochmal gestunt hinter dir. Alles gut, der brennt. Hinter dir, Yi. Hätte mich? Der eine. Peace. Ja, chill. Wir haben's. Guck mal, wir haben's. Die alle mir hinterhergegeben. Ja. So, läuft doch. Auftragsmörder. Markiere in jeder Runde einen Gegner, der 15% mehr Schaden erleidet. Oder 70 Fähigkeitsstärke. Ich gehe auf 1. 70 Fähigkeitsstärke. Ja, das ist immer gut. 70 Fähigkeitsstärke ist eine Menge. Was wir auch machen könnten, wäre mal 2 Champions mit Gift nehmen. Weil wenn du Cassio hast und du kannst dein E, also Cassio und Singed, für Cassios E zählen alle Gifte. Und dann kannst du immer die E-Spam? Machen. Ja, also nur E-Spam die ganze Zeit, wie so eine Artillerie. Wer ist das? Eloy und Jin? Und Jin. Oh, das ist sehr wert von mir, leider. Du Stun, wichtiger Stun. Unsmell? Vorsicht, Jin. Ja. Wir brennen die gut an. Also tatsächlich, der einzige von uns, der aktuell Schaden macht, bist leider du, ne? Das heißt, du musst einfach jeden Stun treffen. Vorsicht. Ja, Jin? Kein Fleisch mehr? Oh mein Gott, du triffst doch jeden Start. Let's go! Pflanze mopsen? Ist gestunt? Okay! What the fuck? Let's go! Die Dalu-Comp. Malsa Brand Dot. Einfach Dot, da müssen die uns hinterherlaufen. Wir rennen weg. Und jetzt gehen wir auf Movement Speed, um abzuhauen. Nein. Dotten und wegrennen. Nein, wir machen das. Ja, wieso ist das ja voll die gute Strategie? Genau, so machen wir das. Geht's gar nicht so lange. Okay, gleich haben wir dann auch noch Ultis. Okay. Ja, du machst Sorg Boots kaufen hier. Die Frage ist, ob CDR Boots besser sind als Sorg Boots. Oh ja, gute Idee. Aber ich spam meine Abilities eh schon fast mit Brand. Nico und? Oh Gott, die eine hat so einen Techno-Skin gehabt. Hab die gar nicht erkannt. Was ist das? Wer ist echt? Was, wer ist das überhaupt? Sandra? Das ist Lisa. Achso, das ist Neko. Sind das, ja. Okay. Aus Chamäleon. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ich muss weg. Schau, dass du nicht stirbst. Dort, ja, dort ich stun sie einfach. Okay. Du bist nicht so schnell.
Du bist ja ein absoluter Zonat-Ping-Brand-Titan, bist du. Musst du mich erst an den Ping gewöhnen. Aber also Skillshots mit Ping machen auch Spaß. Ja, das hat ein bisschen mehr Predikten, ne? Wann die wo sind. Ludens wieder? Ne, in dem Game, wir gehen jetzt full dot, gehen wir jetzt in dem. Okay, Fall. Was brauche ich? Leandris gehst du. Oh, Leandris, okay. Oh, die Riot-Accounts, die uns zur Verfügung gestellt sind, sind Level 1-Accounts. Könnt ihr damit dann ranken überhaupt? Nee. Okay, was ist dann der Plan? Du musst die erst eine Woche hochspielen. Boah. Besser als nichts, ne? Aber doch, ich kann euch, ich sollte auf jeden Fall nochmal anfragen. Oh Gott. Yi und Echo. Mhm, das sollte gut sein. Wir müssen das erste Target einfach bursten. Oh, 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 Vorsicht. Oh, ich bin tot wahrscheinlich. Ich ulte noch schnell, wenn ich kann. Ich hab den nochmal gestunt für dich. Gut. Ja, guck mal, wie sie brennen. Oh, wie sie brennen! Der Brandschaden. Oh ja, stimmt, deine Ulti ist ja mega gut. Ja, ich wurde halt gestunt, weil ich eine Pfeife bin, ne? Aber ansonsten hätte ich dir da helfen können. Ich glaube, Malza ist schon auch sehr gut in dem Modus, meine Güte, ey. Und Brand-Damage wirkt auch richtig, richtig nass. Ja, vor allem, wenn die beide halt reinpushen und dann bounce das Ding ja auch schön ab. Okay. Ich habe wieder meine Fähigkeiten können critten. Und ich hab einen Dot extra. Ich nehme die Handschuhe wieder. Und ich nehme den Dot extra. Let's go. Und Damage. Diesmal werde ich dich schlagen. Ich bin, du weißt gar nicht, wie oft ich schon auf die Puppe gehauen habe. Ja, ich bin leider heute das Spiel angefangen. Großer Fehler, ja. Wie viel Damage machst du in so einer Runde auf die Puppe? Also was unten bei Gesamt steht? Ja. Ich bin jetzt bei 11k. Scheiße, ich auch. 14k? 15? 17? Oh nein. Ich bin jetzt auch bei 17. Na, also bei mir tickt gerade noch hoch. 17,7 war es ganz einfach. Okay, okay. Vielleicht werden wir da auch zusammengezählt, ne? Zusammen den Damage. Das? Oh mein Gott, ich kann mich nie bewegen. Ja, aber die brennen doch schon. Das ist voll gut, die fokussen ein und der andere verbrennt einfach alle. Oh, guck mal, wie ich hier Damage alleine farmen kann. Nein, geh weg. Stopp. Alles weiß. Nein, hör auf, zurück. Ich glaube, ich bin vor dir schon jetzt. Das zählt nicht. Wenn er jetzt mehr in der Mitte oder sie ist, zählt nicht. Oh, da rechts ist noch eine. Nein, nein, da ist nichts. Jeder Schaden zählt. Am Ende überhole ich mit ein. So, was machen die anderen? Wer ist denn davon unser gefährlichster Gegner? Wir können gleich auf den Livepool gucken. Also aktuell sind wir und Team Crack sind am stärksten. Demonic Embrace noch? Ja, ne? Ja, mehr Dots, ja. Klar. Warum fragst du überhaupt? Ja, ich bin ein Anfänger. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Nehmen alles. Oh shit, du machst ja schon Damage. Da schläfst du einmal, ne? Ich ulte sogar. Ich hab auch überlegt, ob ich ulten soll, aber. Int. Ach stimmt, das Spellcrit-Item brauche ich noch. Das neue. Das Ritualgedöns. Das brauchst du noch, ja. Das sind die stärksten. Die haben genauso viel Leben wie wir, die hier. Das sind einfach Bursten, was ist dann? Ne, er hat CD, geil. Ja, komm mal, lassen. Shit. Oh, nice Dodge, Pflanze. Bist du nicht. Und jetzt verbrenn ihn. Verbrenn ihn, Junge! Aha. Okay. Spekulative Skill, Schatz. Yeah. Nein! Stirbt er noch? Kriegen wir da noch was? Aber das war meine Schuld. Es tut mir leid. War ein guter Versuch. Nein, das war Mist. War klasse. Ich dachte, das Ding in dem Busch deckt mich nur auf. Das ist explodiert am Ende, ne? Ja, das war seine Falle. Der kann praktisch so eine Falle stellen. Ja, ich dachte, die war für Vision, sodass er dann Vision auf mich hat. Ich hatte vergessen, dass die am Ende explodiert, sonst wäre dann rausgegangen. Ja, tatsächlich ist das auch schwer, den dazu. Also, das ist halt mit 200 Ping Brand, ist natürlich auch schon wieder ein Statement, ne?
Du hast ja nur Skillshots, oder? Außer Ult. Mein Dot halt nicht, ne? Also. Oh, wenn davon einer stirbt, kann der andere sich nicht bewegen, oder? Nee, ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube, die sind dann danach frei. Mach ich die erstmal mit ihrer eigenen Illuda weg. So. Das ist so strong. Du nimmst die so hops, let's go. Wenn die da zusammen rumlaufen, ist ja sehr angenehm. Echt schlecht gegen uns. Wie die immer zusammen reinfahren, auf mich gehen und du machst eine Ulti, die platzen einfach beide. Das ist praktisch, also das ist so eine Verbindung und die sind dann immer zusammen und sie wird stärker beim Auto-Attacken, die Nico. Ich hatte halt nur einen Bug gesehen, dann muss das mit Tahm Kench liegen, weil ich hatte das bei Tahm Kench und irgendwem gesehen. Und wenn die andere Person gestorben ist, konnte Tahm Kench sich gar nicht mehr bewegen. Also der war dann stuck an Ort und Stelle. Ja, mir ist natürlich schon sehr stark dann. Was ist das Item? Nehme ich noch mit Morellos? Oder Rabadon, was rede ich? Also ich nehme Rabadon Volt jetzt noch. Ja. Ah, Damage. Damage. Erstmal wieder ein bisschen auch die Damage-Werte hier erhöhen. Ah, Mist, die Runde habe ich die Puppe nicht gut bespielt. Ja, hättest du mal besser aufgepasst, aber ich mache noch eine Ulti rein. Ja. Ich habe 20.000, wo will ich? Was? 22.000, es tickt gerade noch hoch, mein Dot. Ich glaube, wir haben dieselbe Anzahl. Okay. Ich glaube, du machst zusammen Damage auf die Puppe. Warum kommen wir nicht rein? Ja, weil wir keinen Gegner haben gerade. Was? Hallo, das ist ja also, fürs... Ein Team ist schon raus. Das ist ja fürs Damage-Mieder richtig kacke. Wer bestimmt, wer hier kämpfen darf. Ja, die sind ja gleich fertig, dann sind wir wieder dran. Ja, aber die machen ja Schaden gerade für... Und kriegen die jetzt auch Geld und wir nicht? Haben wir einfach wirklich einen Nachteil? Geld kriegen wir auch. Okay. Jetzt auch Geld. Das ist jetzt Void One on noch. One, das ist die Djinn-Kombo. Wir haben 16 Leben und die 12. Ja, wir haben einmal gegen die verloren, aber wir haben auch einmal gegen die gewonnen. Die müssen irgendwas anderes noch verloren haben. Tja. So, wir müssen jetzt. Achtung, irgendwelche Hunde, die Vision haben. Weiß nicht, wie die funktionieren. Ja, das sind so Patrouillenhunde. Wenn die dich sehen, dann dashen sie alle auf dich. Das ist nicht gut. Lass den bursten. Nice. Den haben wir aber. Nice. Vorsicht. Oh. Jawohl. Keine Chance gegen uns. What the fuck ist das? Das war eine richtig gute Kombo von dir. Ich bin so confident. Ich setze mir einen Hut auf. Ich auch. Ich habe alle Tränke. Ich setze mir keinen Hut auf, sondern ich setze mir noch einen Hut auf. Was ich habe jetzt zwei. Ich habe auch zwei. Aber ich habe fünf Hüte. Das ist geil, das ist das Ding. Jetzt verlieren wir es sehr bitter. Was ist das hier für eine in der Mitte? Das ist ja nie. Wer ist das? Das ist Samira. Wenn du jemanden CC'st. Wenn du jemanden CC ist, dann dash dich hin und ab einem gewissen Punkt in die Linie sich. Sie sind schon am Brennen. Das ist crazy. Das war so nice. Eine gute Kombo, ne? Holy shit. Schau mal meinen fünf Hüten. Nice. Da sind die Hüte. Wie komme ich zum Scoreboard? Nein, es darf nicht abstürzen. Der hat den meisten Damage. Der Kleine stürzt bei mir ab. Nein, der ist verbuggt. Ist leider verbuggt. Kann man nichts machen. Bei mir geht's auch nicht. Ja, bei mir geht's. Ich mach's sogar kurz weg, damit der Stream das sieht, weil meine Kamera sonst im Weg wäre. Ach so, ja. Aber es ist, glaube ich, ist gerade verbuggt, der Screen, oder? Bei mir leider war nichts zu sehen. Die Scheißpuppe. Ich glaube, das in den richtigen Fall. Also, das war ja insane, dein Damage.